In unserem nächsten Film, da stellen wir Ihnen übrigens auch einen Künstler vor, der aus Alufolie sehr schöne Tiere macht. Also zumindest wesentlich schöner als ich. Zu Hause ist er in der nördlichen fränkischen Schweiz, in der kleinen Stadt Hohlfeld. Hohlfeld hat zwar nur gut 5000 Einwohner, aber dort sind sehr viele Künstler zu Hause. Und warum sie sich gerade dort so wohlfühlen, auch Künstler aus dem Ausland, das wollten wir herausfinden. Hohlfeld hat sich mit den Gärten ebenso einen Namen gemacht wie zuvor schon mit dem blauen Turm an der Front vom sogenannten Ideenhaus. Im Gebäudekomplex residierte einst die Brauerei Weiße Taube. Ideenhaus? Ein Titel, der einem schon an der Rückseite des Gebäudes beinahe einleuchtet. So viel vorweg. Das Hohlfelder Kunstschaffen verdichtet sich hier. Und dieses Hauseck kann man, inklusive Außenwandgestaltung und diversem Getier davor, als Axel Luthers kleines Reich bezeichnen. Wer nun annimmt, dass sich auch drinnen im Atelier ausschließlich Wesen aus Ton tummeln, wird überrascht. Die Gestalten unter der Decke sind erstens eigenartig silbrig zerknäult und zweitens so gar nicht nach der Natur geformt. Aluminiumfolie ist tatsächlich ein ungewöhnlicher Werkstoff, aber einer, den Axel Luther seit langem besonders schätzt. Mit Staniol, wie man früher zu Alufolie sagte, hat er als Kind mit dem Modellieren begonnen. Das Material war ganz am Anfang das, was die Eltern weggeschmissen haben. Die Hüllen von den Zigaretten, das Staniol. Das ist dann schon wieder irgendwann recycelt worden, klar, aber das ging ja auch nachdem ich... Und das hat der junge Axel gesammelt, getauscht oder... Getauscht, ja. Backen. Ich habe mir dann halt meine Tiergärten gemacht. Ich wollte ja immer Tierforscher werden. Ein Tierforscher ist er dann doch nicht geworden. Aus den Augen und aus den Händen aber hat er die Tiere nicht verloren. Und das ist dann doch irgendwo eine Sehnsucht geblieben, das Leben nachzumachen. Ja. Ich habe mir immer dabei Geschichten erzählt. Also es ist nicht so jetzt so, wie ich es gerade mache, sondern ich habe mir dann das Leben von dem Tier erzählt. Das war quasi nur die Illustration dazu. Für seine illustrierten Tiergeschichten greift Axel Luther mittlerweile lieber zu Thron. Ist denn das Erzählen mit Alu schwieriger? Ich versuche, die Seele von dem Tier zu erwischen. Und das geht mit Ton leichter. Allerdings kann man sich dann auch leicht täuschen. Also ich finde diesen Löwen zum Beispiel für einen Löwen, für eine Löwin, viel lebendiger, als wenn ich es in Ton machen würde, weil ich mich nicht mit den Details abgebe, sondern mit dem, was eigentlich wesentlich ist. Axel Luther ist in Bayreuth geboren. Dort wohnt er auch immer noch. 1994 hat er das Atelier in Hohlfeld bezogen. Darf man fragen, warum Hohlfeld für Sie? Ursprünglich Zufall, aber dass ich da geblieben bin, liegt halt daran, dass das Klima hier für die Kunst fast widerstandslos ist. Also man freut sich drüber. Das bin ich eigentlich nicht so gewöhnt. Bayreuth zum Beispiel ist völlig zugebaut. Wagner, mehr geht nicht. Vorausgesetzt, die Lobrede auf Hohlfeld ist keine Schmeichelei, fragt man sich, warum ausgerechnet dieses 5000-Seelen-Städtchen so offen ist für Kunst und Kultur. Allerdings ist es nun Zeit, uns auf den Weg zu einer Töpferei zu machen. In der ehemaligen Brauerei ist das eine Sache von Sekunden. Keramik im Blauen Haus. Ein wohlklingender Name, den Pat Bennett und Litwina Scherrer der Werkstatt mit Laden gegeben haben. Ihre Partnerin ist grippekrank, also beschreibt Pat Bennett, wie sie die Arbeit teilen. Ich drehe hauptsächlich und Litwina malt die Sachen an, hauptsächlich. Das hat sich so ergeben, weil er die eine mehr kann das, oder besser als das andere? Ja. Ich habe eigentlich mehr in meinen Laufbahn gedreht als Litwina. Und Litwina hat viel dekoriert. Und sie ist auch. Sie hat Textildesign studiert und ich habe Bildhauerei studiert. Das irgendwie so, hat sich so ergeben. Die Engländerin lebt schon lange auf dem Festland. Nach Frankreich und Heidelberg nun das kleine Hohlfeld.
Sie bereuen es nicht, nach Hollfeld gekommen zu sein? Warum sollen wir das hier bereuen? Wir haben hier so schöne Nachbarn und es ist ein schöner Eck hier. Das ist einfach. Und es kommt auch gut an, die Leute. Die finden das auch schön. Die sind entspannt, wenn die hier kommen. Und weil das ein ehemaliger Brauereigebäude war, wenn es hier sehr heiß ist im Sommer, das war der Kühlraum. So, die kommen raus aus der Knallersonne, die kommen hier rein und es ist so schön angenehm. Ne? Dann bleiben die länger auch. Auch wir bleiben noch ein bisschen, um uns umzuschauen und am grandiosen Kühlhausklima zu erfreuen. Im Sommer bringt's offensichtlich Erfrischung. Und an Wintertagen will erst recht niemand mehr raus. Das war schon wieder unser Ausflug zwischen Spessart und Karwendel für heute. Mehr Informationen zu unseren Filmen haben wir wieder im Internet zusammengestellt unter br.de/spessart.